Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei Dark Souls 3. Jawohl, in der letzten Folge haben wir es endlich geschafft, Aldrich umzunieten. Mann, war das ein ganz schön zäher Bastard. Aber hey, wir reisen da mal zu diesem Leuchtfeuer zurück. Denn ich möchte gerne wissen, was sich hier noch so befindet in diesem Raum. Ich habe mir den jetzt ja noch nicht weiter angeguckt. Und dann werden wir mal sehen, was hier abgeht. Ist das Gwyn? Parieren? Den hätte man parieren können. Oder wegen Gwyn, dass man den parieren konnte damals im ersten Teil. Das ist Gwynevere. Die Tochter von Gwyn. Was sind das für Geräusche? Tja, und hier ist, glaube ich, ich weiß nicht, wessen Statue hier eigentlich mal hätte stehen sollen. König voraus, aber gut darüber nachdenken. So widerlich, was Aldrich daraus gemacht hat. Was ist das hier eigentlich? Hängen hier irgendwelche Schleier draußen rum? Schon ein bisschen widerlich so. Ah, warte mal. Ah, wie geil. Das sind die Aufzüge von Orny und Smaug, wie auch immer. Wie cool ist das denn? Da hinten ist dann der dicke Aufzug, oder? Bevor ich da hinten durchgehe, will ich hier erstmal schnell gucken. Ja, das hier ist der dicke Aufzug für Smaug. Wie geil ist das denn? Ja, da unten. Da hat Aldrich sich also hier eingenistet. Hat er etwas Smaug dann auch gefressen? Oder täuscht es? Kann ja sein. Betrug voraus. Hier war, glaube ich, damals mal eine Truhe. Vielleicht deshalb. Kann ja sein, dass er das darauf bezieht. Oder sie. Ich weiß ja nicht, wer diese Nachricht geschrieben hat. Er ist echt abgeranzt. Also wer den ersten Teil kennt, der weiß, wie wunderschön das hier seinerzeit mal war. Auch wenn mir diese komischen Vorhänge hier irgendwie... Weiß nicht, was ich davon halten soll, wenn ich ehrlich bin. Und hier ging es dann damals weiter zum... Genau. Und hier war dann... Gwynevere. Genau da vorne. Das ist dieses Sofa, wo sie drauf gelegen hat. Kann man das hier aufmachen? Nö. Hier gab es dann das Herrschergefäß in Teil 1. Hätte ich nur Prinzessin. Ja. Das glaubst du, so ein Punkt, an den erinnert man sich einfach ewig, wenn man Dark Souls 1 kennt. Das war übrigens auch die Frau, die wir auf dem einen Bild mal gesehen haben. Und die hat hier halt gelegen. Ist jetzt auch die Frage, ob... Nein, sie kann ja eigentlich nicht gefressen worden sein, weil sie war ja damals auch nur eine Illusion. Erschaffen von Wendelin. Ring der Sonnenprinzessin. Na, welch Zufall, dass wir den hier finden. Ist denn hier jetzt ein Dead End oder wie sehe ich das? Stellt langsam TP wieder her. Dieser Ring steht in Verbindung mit... Gwynevere, der Sonnenprinzessin und ältesten Tochter des ersten Fürsten Gwyn. Die Wärme des Rings gleicht einem Sonnenstrahl. Er stellt TP nach und nach wieder her. Gwynevere verließ ihr Zuhause mit vielen anderen Gottheiten und wurde später die Mutter mehrerer himmlischer Kinder. Die hieß aber eigentlich nicht so. Gwynevere? Oder gibt's da noch eine andere Tochter? Ah, ich weiß nicht. Gwyn hatte auf jeden Fall offensichtlich sehr viel Freude gehabt in seinem Leben. Bis wir ihn abgeschlachtet haben. Gut, hier scheint jetzt soweit nichts mehr zu sein. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir nun? Ach Gott, ja. Mein Seelenpuppel mit 0 Seelen. Ja, wie versifft es hier einfach mal ist. Ey, guckt euch das mal an. Das ist alles Blut, Gedärme. Hier sieht man die ganzen Knochen. Also er scheint echt ganz schön
extrem hier gewesen zu sein. Ja, wohin? Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. Eigentlich geht's ja hier jetzt weiter, ne? Ich könnte natürlich auch von hier aus nochmal weiter gucken. Aber möchte ich das? Weil es gab ja dort das, wo noch diese zwei dicken, fetten Viecher waren. Ah, ich weiß nicht so recht, ob ich da hin möchte. Ich werde mich jetzt mal zum Kerker von Irithyll begeben. Ich werde es bestimmt zutiefst bereuen, aber wir müssen ja früher oder später da sowieso lang. Hier, wo ich einfach angeschrien wurde, als ich mir Loot genommen habe. Grauenhaft. Alles klar, es wird mal ein Shortcut. Oh, ey. Ja, du hier vorne. Ey. Hallo? So, willst du mich echt verarschen? Junge, ich weiß, dass du lebst. Geht doch. Ja, mir ist manchmal auch übel, aber ich muss ja nicht ja jeden anreiern, weißt du? Ist jetzt nicht so geil. So. 100 Seelen. Na, holla Lumsel. Nicht gleich alles auf einmal. Aber richtig hart, ey. Das bewerte ich, weil ich das letzte Mal, als ich hier war, mega den Herzkasper gekriegt habe, auf jeden Fall. Ich habe mal Angst, dass ich irgendwo eingesperrt werde oder so. Man weiß es ja mal nicht. Dark Souls ist immerhin jetzt nicht gerade dafür bekannt, ein nettes Spiel zu sein. Macht euch überall darauf gefasst, angeschrien zu werden. Hier kam nichts. Besser ist. Da war ich. Verschlossen. Ah ja. Hier vorne. Was ist da vorne? Was bist du denn? Verfluchst du einen? Kommst du halt mal her, bitte? Oder kann ich dich hier so ganz cheesy irgendwie? Na, scheinbar nicht. Mal auf deine Ausdünstungen dazu machen. Das finde ich jetzt persönlich nicht so geil. What? 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 Die drain meine... The fuck? Was passiert hier gerade? Also habt ihr, seht ihr meine Lebensenergie? Ah ja, ist ja nett, dass man mir die dann komplett auch wegnimmt. What the fuck? Was zum Henker sind denn das bitte für Gegner? Na geil, Alter, wenn hier so eine Gegner sind, ja, die meine Lebensenergie kaputt machen. Wie finde ich denn sowas? Toll. Scheiße, ich krieg den da nicht. Oder? Nee. Fuck. Weg.
Das ist wieder so ein Vieh, das mir meine Lebensenergie kaputt macht. Die Gegner sind ja richtig eklig. Mann, Kabel, nerv nicht. Piss dich. Ganz schnell. Was? 700 Seelen? Das ist ja nix. Mann, ich würde gerne deine Hand schießen oder so. Interessiert ihn halt auch ein Scheiß. Viecher sind halt echt mal mega gefährlich. Machst du sogar ein bisschen Schaden. Wie finde ich das denn? Auf jeden Fall nicht nett. Geh weg. Geh weg. Guck mich nicht an. Ich glaube, wenn der mich sieht, dann macht der Scheiß. Kichern ja voll eklig. Geh. Geh weg, sag ich dir. Hallo, ich schieße ihn voll in den Schädel. Alter. Gott, weg, 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 weg. Geh um die Ecke. Damit er mich nicht sieht. Ja. Ansonsten bin ich ja schneller tot, als ich gucken kann. Aber eine krasse Idee, wirklich. Gehst du wieder zurück, bitte? Ja, danke. Perfekt. Na, jetzt. Hallo? Ich vermute mal, die werden noch respawnen, die Viecher. Brenneisen-Aristokratenmaske. What? Gott, wie viele Viecher rennen davon denn hier rum? Alter, seht ihr das da? The fuck bist du denn, Junge? Kreischt der da so? Es ist ja ekelhaft, sag mal. Ich höre hier schon wieder so ein... Ja.
Ich höre hier Glitzi Glitzi. Okay. Also meine Begeisterung für dieses Gebiet kennt ja echt überhaupt keine Grenzen, wa? Da könnt ihr euch ja mal sicher sein, gerade. Die da unten stehen aber garantiert auch alle auf. Und da hinten kommt das böse Erwachen. Würde mich auch überhaupt gar nicht wundern. Oh Gott, unten ist auch schon wieder so einer. Alles klar. Kommt auch einer, der aggro wird, garantiert, oder? Tür voraus. Ja. Verschlossen, okay. Kann man aber öffnen, scheinbar. Mit einem Schlüssel wahrscheinlich. Gut. Erledigt. Ja, scheinbar muss ich ja hier lang, ob ich will oder nicht, ey. Solange er mich nicht sieht, geht es, glaub. Schreib mich gefälligst nicht, so ein Kackding. Nee. Scheiße. Scheiße, weg! Um die Ecke oder so. Ist erstmal egal, wohin. Hauptsache weg. Ist wieder zurückgelaufen, oder? Du Kackgegner, ey. Du mach gefälligst meine Leiste wieder ganz. Hallo. Ist davon noch mehr da unten? Vorrangig. So eine Mistviecher, jo. Lebst noch? Ihr seid auch so ein bisschen hervorgehoben. Nee, hier scheint jetzt aber sonst soweit. Das Loot. Sehe ich es richtig? Schwindende Seele. 5-mal. Alles klar. Natürlich ist das verschlossen. Bestimmt was Geiles. Was?
Da drüben dann, oder wie? Oh, ich traue mich gar nicht, hier irgendwelche Schritte vorzumachen, weil das halt echt abartig ist. Ja, kurz erstmal wieder. Ach, du bist wieder so einer, der ein bisschen Probleme hat in seinem Leben. Alter, nimmst du wenig Schaden, was ist da los? Komm her. Wie überraschend. Entweder kotzen oder das. Was ist mit dir hier? Ja, natürlich war es. Auch null zu erwarten irgendwie. Genauso wie ein Ihmchen hier. Du siehst auch so aus. Du schreist wieder? Uralten Zauberer, okay. Ey, ist hier auch voll eklig alles, Junge. Oh, ist ja knuffelig. Ihh. Kann ich dich eigentlich von hier aus auch kaputt machen? Ja. Ah, nee, nicht schon wieder diese... Junge, komm klar in deinem Leben. Gib mal bitte einmal die Fackel her. Ups. Nein. Zack, zack. Scheiße. Mann. Kriegt man den so überhaupt? Ich find's immer wieder geil, dass man das immer wieder machen kann. Einmal knallhart durchhauen. Hallo. Durchhauen, nicht dagegen. Weg. Auf so engem Raum mag ich eigentlich jetzt auch nicht unbedingt mit dem kämpfen, also so richtig meine ich. Nein, nicht kicken, Alter. Mach mal vernünftig hier. Geh weg. Nicht machen. Warum treffe ich ihn jetzt auf einmal nicht mehr? Hallo, der tickt da drin auch total aus. Weißt du, die ganze Zeit konnte ich ihn treffen, aber jetzt auf einmal nicht mehr. Oder wie? Was ist denn das für eine Logik? Hallo? Jetzt. Ah. Ah. Ich heile mich einmal. Ich kann es sogar öffnen. Ich bin ja begeistert. Boah. Na, na. Mann, ey. Könnte ich kotzen, schon wieder weg. Großer Zauberschild, okay.
Nichts, was mich jetzt total angeilt, aber trotzdem cool, dass es das hier gibt. Sonst noch was hier? Sieht nicht unbedingt danach aus. Muss schon wieder heilen. Ah, gerade wenn die hier so mir die Energie irgendwie voll kann. Ja, und wo soll ich jetzt lang gehen? Hier komme ich ja nicht. Ne, genau, hier kam ich nicht ran. Wo muss ich jetzt hin? Achso, das war der, ja. Hier noch an. Es macht ja auch gar keinen Sinn, da eine scheinbare Wand hinzupflanzen. Ja, gut, dann war ich jetzt hier. Und weiter. Ach doch, ich weiß. Obwohl, nein, weiß ich gar nicht. Ich kam ja von hier, oder? Oh no. Schon wieder so einer. Könnte ein bisschen kotzen. Dieses Gekreische, Junge. Noch ein vermutlicher Shortcut. Oh Gott, ist das zermürbend hier. Bist du das hier, der hier so Krach macht? Irgendwie glaube ich es ja fast nicht. Schon wieder mehrere drin. Verwandelt, gekotzt, gekotzt, scheinbar. Hallo, könntest du ihn mal prügeln, endlich? Ist ja abartig, ey. Und du bitte auch. Genau. Und du screamst wieder, oder? Nicht? Ich bin überrascht. Oh, Alter, ist das zermürbend im Schädel. Da ist sie, die kleine Echse. Schön, bringt mich halt jetzt bloß nicht weit. Da. Hä? Ja, geil, und jetzt? Die Frage ist, wie komme ich da hin? Hier komme ich ja nicht hin. Zumindest nicht von dieser Seite. Hinten kam ich auch nicht durch. Ich kann hier runterfallen. Das könnte ich tun. Scheinbar auch der einzige Weg, den ich jetzt hier so habe, oder? Ist hier einer, wo ich mich rauffallen lassen könnte? Ja, aber hier war ich doch. Willst du mich verarschen? Bin ich doch gewesen. Ich wusste halt hier nicht wohin. Da war der. What the fuck? Wie komme ich denn hier jetzt nach unten? Ich bin irgendwie zu doof gerade. Ich weiß nicht nur gerade, aber trotzdem, hä? Mistkerl. Ja, aber... Wie komme ich hier denn durch? Oh Gott, diese ganzen Säcke, vor allem, wie gesagt, so viele.
Ja, hier war ich ja. Das hat mir auch mal so ungefähr gar nichts geholfen. Habe ich hier eine Leiter übersehen oder so? Hilfe. Wo muss ich denn lang? Ja, aber das ist ja hier auch verschlossen. Das hilft mir auch nicht. Ja, da war ich gerade. War doch das, oder? Oh, ich komme mir nicht klar. Vor allem, wofür ist die denn da? Es könnte sein, dass da halt irgendwie geiler Loot liegt. Oder vielleicht ein Eid oder sowas. Zu entdecken wäre. Ja, das hier ist genau der Gang, wo ich gerade lang gegangen bin. The fuck? Wo zum Henker soll ich hier hin? Gehen wir halt hier nochmal lang. Da unten war ich auf jeden Fall noch nicht. Das kann ich von dieser Seite nicht öffnen. Boah. Ich dachte gerade, ich habe eine geheime Wand gefunden, aber dem war nicht so. Where the fuck? Ihr rastet hier komplett aus. Ich habe keinen Peil, wo ich lang soll. Weil es hier irgendwie scheinbar nirgends weitergeht. Was ist das? Muss ich die Laterne kaputt machen oder so? Weiß man ja nicht. Vielleicht hätte ich auch den Gegner irgendwie nutzen müssen, um hier irgendwo hinzukommen. Ja, aber dahin komme ich ja nicht. Weil da ist dicht. Ja, danke. Ja, aber von hier kam ich ja. Das hier ist quasi mein Eingang gewesen. Hier bin ich ja auch unten gewesen. Oder nicht? Wo zum Henker muss ich hin? Da konnte man nach unten gehen. Da kann man nämlich genau dort lang. Okay, ich mach das jetzt nochmal und guck nochmal, wo ich hier hinkomme. Wieso finde ich hier ums Verrecken gerade keinen Weg? Ist hier irgendwas? Hier ist halt auch nichts. Mistkerl voraus. Ja, aber warum denn? Es muss auch einen Weg geben. Alter Schwede, wie viele von denen da unten rumrennen. Das ist ja alles andere als beruhigend. Aber mal so richtig. Null. Hier sind überall die Zellen, aber nix. Auch nix. Wo soll ich hin zur Hölle? Was habe ich denn offensichtliches übersehen vielleicht schon wieder? Ist irgendwas, was ich aufmachen kann? Nein. What? In diese Zelle komme ich nicht. Hä, sag mal, wo soll ich denn hier hin? Bin gefangen. Muss das so? Was ist hier los? Ich finde gerade keinen Weg. Ja, hier will ich immer wieder rein, komme ich nicht, weil fehlt mir Schlüssel wahrscheinlich. Was zur Hölle? Was hab ich übersehen, sag mal? Ich irre jetzt hier schon ewig durch die Gegend und habe ungefähr nichts erreicht, weil ich überhaupt nicht weiß, wo ich hin soll. Hier stehen halt auch mal einzelne Laternen rum, aber das hilft mir ja auch nicht. Ich weiß nicht, dass ich wüsste. Muss ich irgendwas mit den Ketten machen, weil die rascheln hier auch immer so umher.
ich die irgendwie kaputt machen oder so. Ne. Zumindest bringt's nichts. The fuck? Was soll ich denn machen jetzt? Was ist, wenn ich hier nochmal hinrenne? Was ist das schon wieder? Ich renne hier im Kreis und hab keinen Peil, was hier los ist. Ja, von da bin ich die ganze Zeit gekommen. Da drüben ist aber halt auch nichts, das ist mein Problem. Wie komme ich da hin? Muss doch irgendwie einen Weg geben. Was habe ich übersehen? Ich habe keinen Peil, wirklich nicht. Ich habe eigentlich auch keine Lust, hier noch 20 Stunden irgendwie im Kreis zu laufen. Was muss ich tun? Nicht ein abgetrennter Kopf drauf, einfach mal so. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Hauptsache, es hat nichts mit meinem Beenden, das ich gewaltsam quasi herbeigeführt habe vorhin, damit irgendwie zu tun, aber sollte eigentlich nicht. Sollte eigentlich alles cool sein. Hilfe, ich bin verloren. Ja, das ist eh wieder nur das, wo ich die ganze Zeit war, richtig? Ja. Hä? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Was ist denn... Upsa. Was ist denn das? Hey, hier muss doch irgendwo ein Durchgang sein. Sollen wir dich verarschen? Was ist denn das hier? Ich finde mich ja so ungefähr gar nicht zurecht. Hilfe. Ja, das ist immer derselbe Rotz, der da steht. Ja, wie gesagt, das ist hier alles schön und gut, aber komme ich halt eh nicht ran. Ja, wozu macht man den ganzen Müll denn hier? Wenn man da eh nirgends hinkommt. Das kann doch nicht sein. Jetzt mal ganz im Ernst. Ja, von hier komme ich halt. Das ist verschlossen. Boah, hab ich mich erschrocken, ey. War aber nix. Hey, du da? Ist nix. Hier ist auch nix. Wo zur Hölle soll ich hin? Wie komme ich hier weiter? Ja, und hier ist das Leuchtfeuer. Danke, soweit war ich schon. Ja, und hier komme ich nicht lang, weil von der anderen Seite. Ich verstehe es nicht. Was tust du da? Ach, du hast dich gebufft scheinbar. Vorsicht vor Rex, ja. In Ordnung. So, hier hätte ich jetzt halt gedacht, okay, ich muss hier hinten rüber. Was ja eigentlich auch völlig legitim ist. Das würde ich nicht überleben, wenn ich hier runterfliegen würde. Was muss ich tun? Ah, wait. Ich habe was gefunden. Endlich. Nach gefühlten Stunden.
friedlich? Was stimmt denn mit dem nicht? Hallo? Aber er hat mich nicht angegriffen. Insofern alles gut. Okay, den Durchgang geöffnet. Das ist viel wert. Top. Wenigstens etwas. Oh. Hier unten steht einer davon. Da hinten aber auch. Das ist natürlich das Problem. Was hat der denn mit für einen geilen Helm auf, bitte? Dass ich nicht weiß. Wie mache ich denn das jetzt im dümmsten? Also ihmchen hier in der Ecke habe ich gesehen. Ich weiß aber nicht, wenn ich hier runterstürze, ob der andere das da hinten mitkriegt. Ah, fuck. Dringend weg. Oh mein Gott. Es sind sogar mehrere scheinbar. Hilfe! Scheinbar waren das gerade sogar zwei, wenn ich es richtig gesehen habe. Der erste ist down auf jeden Fall. Bin ich jetzt hier richtig? Oh, ich sehe hier echt nicht durch. Das ist schrecklich. Ganz schrecklich. Um die Ecke gehen oder so. Erstmal sekundär wohin, Hauptsache weg. Ups, was steht hier? Schlüssel voraus. Bist du dir da ganz sicher? Und du schreist wieder, lass mich raten. Heißt nur mal gut. Okay, kann ich mich hier kurz hinstellen und mir mal eben kurz durchlesen, was das für ein Schlüssel ist? Schlüssel zum versperrten Fenster des Kerkers von Irithyll. Nach unten führt das Fenster allerdings nur zu einem bodenlosen schwarzen Loch und nach oben zu einem armseligen Blick über die gottlose Hauptstadt. Die Anordnung des Fensters erscheint wie ein grausamer Witz der Gefängniswärter auf Kosten der Möchtegern-Ausbrecher. Okay. Dann weiß ich aber auch grob, welches Fenster das sein dürfte. War das hier? Ich weiß es nicht mehr. Das da, genau das da meinte ich. Da unten steht doch irgendwer, oder? Und da ist Loot. Loot ist gut. Ich weiß nicht, soll ich mich das trauen? Ach, scheiße. Aber hier hinten gibt es ja garantiert auch noch einiges zu entdecken. Ich bin mir unsicher, so ganz leicht. Weiß auch nicht, woran das liegt. Hört doch mal auf zu kreischen, Kinders. Ich kann euch ja auch nicht helfen, so. Wo ist denn dein Kumpel hin? Shit. Geh mal bitte weg. Flipp, nimm mich einmal um die Ecke, bitte. Bist du wieder zurück? Das finde ich sehr sozial von dir. Hm. Hau ab. Geh weg.
Was spuckt das Ding da die ganze Zeit? Geh weg. Ich mag dich jetzt nicht so gerne. Verpiss dich. Okay, weiter. Top, top. Ja, super machst du das. Um die Ecke. Ich weiß, es ist mega langweilig, aber ich habe keinen Bock, dass die mir meine Lebensenergie bis Ultimo runterdrücken, ey. Gehst du wieder zurück? Ah. Und der andere hockt da unten irgendwo. Scheinbar haben die keine große Aggro-Range. Das heißt also, ich kann mich hier getrost immer hinstellen und versuchen, sie ein bisschen zu verarschen. Oh, der geht zurück. Perfekt. Solange die sich nicht nochmal irgendwie umdrehen oder so, geht das klar. Alles cool, aber trotzdem. Ne? Geh noch ein Stück, bitte. Ich werde sehr verbunden. Machst schon geile Nebeleffekte da. Ja, ja. Kannst du echt super. Ein Stückchen weiter. Ja, perfekt. Ich versuche jetzt hier so um die Ecke zu schmulen. Na. Wenn die mir die Lebensenergie runterdrücken, ey, das ist echt gar nicht mal so geil jetzt. Müssen wir ja mal zugeben jetzt. Sehr gut. Wo steht der andere da hinten? Dieses Gekicher, ey, voll gut. Gehst du wieder zurück? Ja, er haut wieder ab. Das ist super. Oder sie, ich weiß nicht so genau. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn ich hier stehen bleibe. Sieht er mich? Oder sie? Nee, zum Glück nicht. Alter Schwede, ist das knapp gewesen gerade. Yo. Ja, spuck dagegen, kein Ding. Hallo? Ein Stückchen weiter, bitte. Jetzt mal wieder hier so hinstellen. Das ist so geil. Geh weg. Das war risky. Sehr risky sogar. Geh halt. Verpiss dich. Ich möchte wieder in den Rücken schießen. Ich mag es nicht so, dir in die Fresse zu gucken. Hast zu leuchtende Augen. Stehe ich jetzt nicht so drauf. Das müsste nicht bei so Leuten wie dir. Ja, du kannst echt super so Nebel und so. Du bist bestimmt immer bei irgendwelchen Bühnenshows für die ganzen Nebelgeschichten zuständig, ne? Sieht er mich jetzt? Oder sie? Ich weiß nicht. So, die Kichern sind das eher Weiber, oder? Sieh zu. Dauert halt nur ein paar Jahre, bis man die mal tot hat, aber hey. Ja, geh. Geh. Gut, dass die ja nicht nochmal zurückgehen, ey. Das könnte ich mir jetzt echt gar nicht leisten. Deswegen warte ich auch mal so lange, bis die wieder unten sind. Damit ich nicht, Gefahr laufe, dass die Olle mich dann hier erstmal eine Runde jetzt kaputt haut. Beziehungsweise mir halt meine Lebensenergie zerdraint. Oh, oh. Ah, ich glaube, jetzt hätte sie mich gekriegt, wenn ich da vorne gestanden hätte.
So hatte ich aber nochmal Glück. Dadurch, dass ich halt noch einen Pfeil verschossen habe und dachte, ich bin mal ein bisschen greedy. Wurde ja endlich mal Zeit. So, das dürfte jetzt hier aber gewesen sein an den Typis. Oder an den Tussen. Ah, die Klamotten sind auch eher Tussen. Simpler Edelstein, okay. Well, that's interesting. Rastest du aus, wenn ich dir das da klaue? Offensichtlich auch vorher schon. Ah, dein Kumpel vorhin, der war friedlich, du. Ich hätte den nicht angegriffen, wenn er jetzt nicht auf mich losgegangen wäre. Bin ich ehrlich. Noch ein simpler Edelstein. Was es hier für Viecher gibt, ey. Ja, du bist doch... Das sieht man ja schon auf 100 Meter Entfernung, so mal. Und tschüss. Hallo. Übertreib's halt. Okay. Um einen Schlüssel. Von der anderen Seite. Gut. Hier ist schon wieder so mit abgetrennten Köpfen und so. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht, ob ich das öffnen so. Jo, alles klar. Warum hat denn dein einer Kumpel vorhin mich nicht angegriffen, sag mal? Verstehe ich nicht. Aber dann machst du mich da auch kaputt, oder nicht? Natürlich greifst du mich an. Wie sollte es auch anders sein? Ey, Junge, dieses Gegnerdesign, ey, so eklig. Und irgendwie hat's ja auch was, aber ich find's trotzdem mega widerlich. So ein bisschen deformiert irgendwie. Sind die deswegen eingesperrt, weil es so ein paar deformierte Kinder sind? Na. Keine Ahnung, was hier los ist auf jeden Fall. Aber gut finde ich es nicht. Okay. Geheimpfad. Bin mir nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Ich werde mal... Habe ich Prismasteine? Ja, habe ich. Das heißt, es wäre mein Tod. So viel zu dem Thema, mein Freund. Kannst du knicken, mache ich nicht. Ah, da vorne ist der Loot halt, ne? Hm.
Alter, sieht das cool aus, wirklich. Das sieht so schön aus. Jetzt ist es gleich irgendwie Leuchtfeuerwehr und ich wüsste, es ist hier. Was geht denn hinten ab? Einzeln versuchen zu pullen. Ist das überhaupt so ein Ding? Große Tinnitus, Mann, ich brauch Brocken, ihr Spacken. Was hat der denn, eine Armbrust? Wow, geil, Headshot. Aber volle Kanne. Ups, aus Versehen verrissen. Das habe ich mir nämlich gedacht. Ludel, ludel, ludel. Alles klar. Ich trau dem Ganzen hin, mich keine 3 Meter weit. Okay. Ich hätte gerne ein Leuchtfeuer. So. Oder wie ist eine Abkürzung zu meinem eigentlichen? Das wäre auch noch eine Idee. Alter, wie weit runter das da einfach mal geht, ja? Das ist ja richtig krass. Das ist eine Mimik, das sieht man schon wieder. Vorsicht vor Feind, jawohl. Ist das schon wieder ein Riese? Aber wisst ihr, was ich euch mal demonstrieren könnte eigentlich? Keinen Kampf gegen den Mimik, sondern... Aber wo haben wir's? Das hier. Ihr fragt euch jetzt, was soll das denn? Und dann kann man das einfach looten, theoretisch. Gegenstand nehmen. Ne, ist das Scherbe? Ja, wie geil ist das denn? Danke. Shit. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ihr lauft nur Streif, oder wie sehe ich das? Das finde ich gut. Wenn ihr alleine herkommt, habe ich damit gar kein Problem. Soll ich nicht die Mimik jetzt treffe, geht's. Dann ist alles gut. Mal weg. Alter, ist es, ich sag ja, ist hier wieder ein Riese? Was habt ihr denn da? Ein Hammer? Hallo. Muss mal bitte her. Boah, da rennt ja noch einer rum, ey. Was geht denn hier bei euch? Sollt ihr gerade Family treffen oder was? Schon ein bisschen abartig, ey. Wie viele von denen hier rumdümpeln, ey. Ah, shit. Ah, über die erste Scherbe freue ich mich. Komm mal her. Ja, super.
Hallo. Hätten wir es dann jetzt? Alles klar. Was ist das denn? Ist das wirklich ein Riese? Das klingt so, als wäre das ein Riese, der da irgendwie tatsächlich in Ketten liegt. Und ich höre es schon wieder glitzern. Ich auch, Küchler, nur toll. Hey, du. Ich weiß nicht, was da noch so bei dir haust. Deswegen sieh zu, dass du deinen Arsch herbewegst. Ist doch garantiert auch gleich wieder irgendwas, oder? Ich möchte hier nicht runter. Wenn, dann hier hinten. Hier war eine Leiter, glaube ich. Ah. Ich will einfach nur mal gucken, wenigstens, ob das, was ich vermute, stimmt. Okay. Tatsache, Jockenriese. Ich glaub das ja nicht. Der ist ja riesig. Überraschung, ein Riese ist riesig. Ja, was, wenn der ausflippt, ne? Scheiße. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, hier weiterzugehen. Hier war die Leiter, genau. Vielleicht sollte ich erst mal kurz einen Abstecher machen zu dem Fenster und mal gucken, was da so abgeht. Man hört das Geröchel so hart, ey. Wenn man hier runterfallen würde. Aber ich weiß nicht, ob ihn das überhaupt jucken würde, weil, wenn er halt unten ist. Ja, ich bin froh, dass ich überhaupt einen Durchgang gefunden habe. Wenn ich immer noch nicht verstehe, warum das eine Vieh vorhin mich nicht angegriffen hat. Ich meine, ich bin nicht traurig drum, aber. Ich verstehe das nicht, Mami. Und dafür habe ich keinen Schlüssel, oder? Vermute ich jetzt mal. Ach nee, das ließ sich von der Seite nicht öffnen, so rum war es. Diese Viecher, die sind echt abartig. Also die mit diesem komischen Brenneisen. Das Brenneisen habe ich ja mittlerweile auch, habt ihr ja gesehen. Ich habe mir das bloß noch nicht genauer angeschaut. So, wo war jetzt dieses komische Fenster? Hier? Dann riskiere ich da jetzt nochmal fix einen Blick. Da hinten, genau. Und guck mal, ob da eventuell geiler Loot liegt oder halt eher nicht so. Vielleicht sterbe ich hier jetzt auch. Das wäre jetzt natürlich auch noch so ein Ding, was ich irgendwie witzig fände, fast schon. Bald auch nur fast. Gib. Hier finden wir. Wappenring brüllender Drache. Oh, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, aber ja. Und hier kann ich jetzt aber wirklich ohne Probleme runterjumpen. Ich glaube, ich laufe jetzt einmal zum Leuchtfeuer. Schnell Feuerwand schreien und dann mache ich die Folge auch jetzt endlich mal zu Ende. Ich nehme gerade schon wieder über eine Stunde auf, zumindest diese Folge, die Folge davor. Weiß ich nicht genau, wie lang die ging. Mit unserem Freund Aldrich. Der überhaupt nicht mein Freund war. Wie gesagt, da hat es mich am meisten genervt, dass ich den immer wieder aus dem Target verloren habe. Dass ich den immer. Und dass man ihm so schwer ausweichen konnte. Also das mit dem Vieh habe ich auch echt immer noch nicht gecheckt. Also, das ist mir so ein Ding, wo ich sage: What the heck? Wieso bist du gerade gesprungen? Ich habe dir das eigentlich nicht gesagt. Okay. Ey, dieser Dungeon macht mich wahnsinnig. Ich finde mich überhaupt nicht zurecht.
merkt man gar nicht, ich weiß. Deswegen sage ich euch das, damit ihr auch wisst, Mensch, Evil hat keine Ahnung, wo sie lang rennt, aber macht sie toll. Toll. Nein, natürlich nicht. Yo. Leuchtfeuer rasten. Einmal reisen, genau. Und zwar bitte zum Feuerbahnschrein. Ich habe auch noch keinen Shortcut zum Leuchtfeuer gefunden irgendwie. Ich habe nur eine Sache gefunden, wodurch ich hier ein bisschen durch kann. So, einmal schnell zu Andre. Ihm nochmal eine Scherbe in die Hand drücken. Ja, bitte. So, jetzt muss ich noch einmal kurz gucken, wie sieht's aus mit meinen Pfeilen. Die Holzpfeile habe ich kaum noch. Aber hiervon habe ich noch einige. Wieso habe ich denn eigentlich die Holzpfeile ausgerüstet? Bin ich total blöd? Wie doof bin ich denn bitte? Die bitte. Wie viel habe ich von den anderen noch? Ja, das reicht noch. Habe ich noch irgendwas gefunden eigentlich? Nee. Ich weiß, ich habe noch einiges an Pfeilen, aber ich kaufe mir trotzdem einfach nochmal Pfeile, weil ich es kann. Weil ich jetzt Bock habe. Gibt es hier eigentlich noch irgendwelche Neuigkeiten? Ich kann mir Smaus Rüstung kaufen. Groteske Rüstung desjenigen, der als Smaug bekannt ist, dem letzten Ritter, der die verlassene Kathedrale verteidigte. Er bietet einen mächtigen Schutz und kann von Menschen getragen werden, jedoch nur unter größten Schwierigkeiten. Wie geil ist das denn bitte? Kann seine Rüstung haben. Das ist echt cool irgendwie. Großer Pfeil. Finsternisfall, nur ich nehme den. Passt schon. Große Pfeile. Ja, machen wir auch noch. Da haben wir nämlich kaum noch Seelen. Und nichts mehr zu verschenken hier. Rasten wir noch einmal, dann haben wir alles. Dann werde ich noch einmal fix mir angucken, was ich noch bekommen hatte. Gott, jetzt muss ich überlegen. Einmal dieses komische Brenneisen. Genau. Brenneisen. Dieses Brenneisen wurde von Wärtern in Idotyls Kerker benutzt. Die glühende Spitze wird in das Ziel stoßen, wo sie Feuerschaden verursacht und zeitweise die Estus-Heilung blockiert. Ei, das ist ja richtig bitter, sag mal. So, und dann hatte ich aber auch noch irgendwie... Ich weiß nicht, was hatte ich von denen? Ah, hier, genau, das hier. Aristokratenmaske. Adlige haben eine Vorliebe für ihre umfangreichen Funktionen. Die Wärter zählten zu den wenigen überlebenden Einwohnern der gottlosen Hauptstadt. Später dienten sie unter Hohepriester Sullivan. Und vielleicht halfen ihnen die Schreier aus den Zellen ihre alte Heimat zu vergessen. Alles klar. Ihr seid also auch so eine Sullivan-Heinis. Der hat ja offensichtlich ordentlich Eindruck gehabt. Also ordentlich Einfluss so rum. Ja, aber ich glaube, mehr habe ich jetzt hier nicht. Doch, stimmt, diesen Ring hier. Wappenring brüllender Drache. Dieser besondere Ring wird jenen verliehen, denen der Weg zur Entdeckung in Winheim zugetraut wird, der Heimat der Zauberei. Er verstärkt Zauber enorm. An Anlehnung an die Drachenschule beschreibt das Siegel einen ewigen Drachen. Ein brüllender Drache symbolisiert die wahre Natur des vollendeten Zauberers. Okay. Cool. Aber auch lange nichts Neues mehr gefunden, ne? Naja, egal. So, liebe Leute, ich mache jetzt hier dann endlich mal Schluss. Sorry für die lange Folge, aber vielleicht freut ihr euch auch ein bisschen. Manchmal lasst ihr ja tatsächlich so ein bisschen durchschimmern, dass ihr euch auch darüber freut, wenn ich irgendwie ein bisschen längere Folgen mache. Deswegen hoffe ich, das ist auch bei diesem Male so. Ja, wenn ihr Bock habt, schaut doch in der nächsten Folge wieder rein, wenn wir uns im Kerker von Irithyll weiter umgucken. Und hoffentlich ein bisschen Fortschritt erzielen und vielleicht sogar zur gottlosen Hauptstadt vordringen können. Mal sehen. Tja, und bis dahin, liebe Leute. Tschüss.